Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nimby Rails, Thema Hamburger Straßenbahn. Die jetzige Linie wird die Linie 6 sein, die verkehrte von Ulsdorf, und genauer gesagt vom Ulsdorfer Friedhof hier oben, runter über Barmbek, über die Innenstadt, am Altonaer Bahnhof vorbei und auch über die Reeperbahn zum Hochrad, das sich ungefähr hier an der Stelle befindet. Also diese Ecke nennt sich oder wird bezeichnet, heißt Hochrad. Das liegt so zwischen relativ dicht in Ottmarschen und in, also zwischen Ottmarschen und Blankenese, also eher mehr oder weniger so eine Wohngegend, wo die relativ unnützen Leute der oberen Klasse sind, also die eigentlich sozusagen wie nichts tun, ne? Aber beginnen werden wir dann erstmal hier oben. Und zwar befand sich genau hier an der Stelle, dieses Gelände ist heute mit Wohnhäusern und sowas alles Mögliche überbaut worden, also ist ein Wohngebiet geworden. Und genau auf dieser Fläche befand sich einmal die Endhaltestelle Betriebshof Ulsdorf und auch das gleichnamige Betriebshof befand sich hier. Das Einzige, was nur noch dort an die damalige Endhaltestelle erinnert, ungefähr an der Stelle hier, befindet sich das ehemalige Wartehäuschen, das heute als Künstleratelier weiter genutzt wird. Also dann machen wir hier die erste Haltestelle hin, eingleisig, wir bauen dann hier eine Wendeschleife mit rein. Mal auf Straßenbahngleise umstellen. Dann war die erste Haltestelle, war Haupteingang Ulsdorfer Friedhof. Der Ulsdorfer Friedhof ist der weltgrößte Friedhof, den wir auf der Erde haben. Der ist, man sieht es ja schon ein bisschen hier an der Karte, wie groß der ist. Der hat allein zwei Buslinien, die auf diesem Friedhof verkehren. Mit insgesamt 22 Haltestellen, also auf dem gesamten Gelände. Und auf es denen auch mehrere unterschiedliche Grabstätten oder wie soll ich es ja sagen, also Flächen gibt, auf denen man sozusagen in bestimmten Themenbereichen beerdigt werden kann. Nur als Beispiel die Flutkatastrophe, die Flutopfer von 1962, als Hamburg abgesoffen ist. Oder auch zum Beispiel gibt es dort auch einen Friedhof oder einen Friedhofabschnitt, der sich Kunst der Frau oder irgendwie sowas in der Richtung nennt. Dann bauen wir jetzt als nächstes erstmal die Haltestelle unten in Barmbek. Ist natürlich einmal, in Barmbek befindet sich einmal die Hauptwerkstatt der Hamburger Hochbahn. Da werden größere Reparaturen an den Fahrzeugen durchgenommen. Also wesentlich größere Reparaturen, jetzt nicht Wartung oder sowas, sondern entweder komplette Umbauten oder Neubauten, also sowas in der Richtung. Und dann verkehrt dort auch an zugleich auch natürlich noch die Hamburger S-Bahn, die Linie 1, die ja natürlich auch in Ulsdorf verkehrt. Da gibt es neben der S-Bahn in Ulsdorf auch noch Umstiegsmöglichkeiten zur Hamburger U-Bahnlinie U1. Und die S1 fädelt sich dann nochmal ab zum Flughafen. Alte Böhe, wo war das denn jetzt nochmal? Alte Böhe, das... Moment. Das war... Jetzt weiß ich es wieder. Also nicht die Alte Böhe, sondern eine andere Straße. Die ich jetzt weiß, wo ich die hin platzieren muss. Hier kommt dann eine hin. Hier noch eine. So. Dann kommt hier ungefähr auf der Höhe auch noch eine weitere Haltestelle hin.
Das übrigens ist die Fußbüttler Straße, die auch in den ins besagte Stadtteil führt, das sich hier oben befindet. Am Barmbek treffen auch wiederum, trifft noch eine weitere Straßenbahnlinie zusammen mit der 6. Das ist einmal die Linie 9. Vor den 50er Jahren fuhr die Linie 9 nicht direkt zur Haltestelle U-Bahn Barmbek, sondern verkehrte an der knapp vorbei. Ungefähr genauer gesagt, hier trafen sich die beiden Linien. Noch ein kleines Stück weiter zurück. Moment. Ganz genau hier trafen sich die beiden Linien. Hier noch ein kleines Fehler drin. So, wieder rausziehen auf 50. Also hier trafen sich dann die Linie 6, die aus der Richtung kam, und die Linie 9 verkehrte in diese Richtung, weiter hoch Richtung Bramfelder Dorfplatz. Und hier trafen sie sich dann zusammen. Erst in den 50er Jahren hatte man damit begonnen, die 9 auch hier verkehren zu lassen, also über Barmbek, wurde hier draus wieder abgefädelt und fuhr dann wieder ging dann auf den eigentlichen Strecken erst wieder zurück. Dieses Stück blieb dann erhalten als Betriebsstrecke. Weil die nächste Haltestelle ist dann auch, hat man auch wieder Zugang zur U-Bahn, ist die Haltestelle Dehnheide, die befindet sich hier. Die müssen wir dann eine Haltestelle errichten, die in der Kurve ein bisschen liegt. Hier gehen wir ungefähr auf 35 und den Rest ziehen wir dann hier in die andere Richtung raus. Also hier in Dehnheide, also bei der dortigen Haltestelle der U-Bahn und auch der Straßenbahn, gab es einmal eine Kehrschleife, die ging durch diese kleine Straße hier dann auf die Dehnheide und ging dann wieder zurück auf die eigentliche Streckenführung. Und dann befand sich auch noch ein Betriebshof, das nach der Einstellung der Straßenbahn als Busdepot weiterverwendet worden ist. Und vor ungefähr 1 bis 2 Jahren wurde dieses Busdepot dicht gemacht, wurde durch einen Neubau ersetzt. Die ganzen Hallen, die dort vor 2 Jahren noch gestanden haben, wurden alle abgerissen und werden jetzt mittlerweile für Wohnungsbau wieder bebaut. Also dort entstehen neue Wohnungen. Die nächste Straße ist dann einmal die Hamburger Straße und dann kommt einmal Mundsburg. Das befindet sich hier. Vor dem Bau der Hamburger U-Bahn oder der damaligen Ringlinie, besser gesagt, befand sich in Mundsburg auch noch ein Pferdebahndepot, das für einige Linien zuständig war, aber nicht für viele. Größtenteils für die 19, also für die damalige Strecke 19, war es größtenteils zuständig, dass nach Rotenburgs Ort abging. Aber auf die Linie werden wir erst später drauf zukommen. Dann gibt es einmal Mundsburgbrücke, gibt es eine Haltestelle. Da muss ich jetzt noch einmal kurz mal in meinen Unterlagen noch mal gucken, wo dann genau die nächste lag. Laumannsplatz, das befindet sich hier. Hier treffen dann, das hatte ich auch noch vergessen zu sagen, in Dehnheide traf dann noch eine weitere Linie mit zusammen. Die kam aus Farmsen. Die kam dann von hier aus, auf dieser Straße ist sie gefahren, fädelte sich dann hier in Dehnheide mit der 8, mit der 6 und 9 zusammen, fuhren weiter Richtung Innenstadtbereich und an der Mundsburgbrücke verkehrte die Linie 18, war mehr oder weniger so als Ringlinie, verkehrte mehr oder weniger sozusagen als Ringlinie. Dann ist die nächste Haltestelle auch wieder Lohmühlenstraße. Heute heißt sie anders. Heute heißt sie St. Georg AK. AK steht für Asklepios-Klinik. Das sind sozusagen in Hamburg die städtischen Krankenhäuser, mehr oder weniger gesagt. Und vor dem Hauptbahnhof kommt dann die nächste Haltestelle Kirchenallee/Hauptbahnhof. Das sich ungefähr hier an der Stelle ungefähr befindet. Also okay. Kirchenallee auf den Grund, weil sich hier an der Stelle nämlich eine Kirche befindet. Eine der Hauptkirchen in Hamburg sozusagen.
Oder eine der ehemaligen Hauptkirchen sozusagen. Damit haben wir dann jetzt den nordöstlichsten oder nordöstlichsten, nordwestlichsten Abschnitt dann fertig. Und dann fädelte sich die Linie 6 auch wieder hier oben am Rödingsmarkt aus. Allerdings so mit einem Teilstück über der Linie 3. Fädelte fuhr hier durch. Und also hier durchfuhr sie über diesen Platz und traf sich dann mit der späteren Linie 7, die wir in der nächsten Folge zeigen wird, trafen sie sich hier zusammen, also die Linie 6 und 7 fuhren dann auch auf diesen Schnell, trafen sie sich hier zusammen, nach Altona fuhren sie hier über dieses Stück und Richtung Rathaus über diese Stadt, über die Willy-Brandt-Straße, früher Ost-West-Straße, aber heute heißt sie die Willy-Brandt-Straße. Diese Straße wurde in den 50er und 60er Jahren erbaut. Also ab hier wurde sie neu gebaut, um das Angebot eben eine autogerechte Stadt sozusagen überhaupt zu ermöglichen. Weil das ist nämlich auch ein Grund gewesen, also einer der Hauptgründe gewesen, warum die Straßenbahn in Hamburg überhaupt auch abgeschafft wurde. Weil Hamburg wollte eben in den 50er Jahren eben die autogerechte Stadt haben. Also da wurde die Stadtgestaltung eben so stark durcheinander gewurschtelt, sage ich jetzt mal so, dass man eben mehr Platz für mehr und mehr Autos bekam, anstatt jetzt für andere Möglichkeiten. Also es wurden breitere Straßen gebaut und. Parkhäuser und alles Mögliche und alles, was eben im Autoverkehr sozusagen im Wege lag, teilweise auch Gebäude. Ungefähr hier, im Moment, wo finde ich das jetzt? Hier an der St. Nikolai-Kirche, die ist heute Kriegsdenkmal. Genau gesagt, war hier ungefähr, gab es hier einen kleinen Markt, wo dann ungefähr, wo jetzt hier die Straße lag, standen überall Häuser, kleine Häuser, und für den Bau dieser Straße wurden dann eben diese gesamten Straßen hier alle abgerissen. Dann ist die nächste Haltestelle nach der St. Michaeliskirche ist dann einmal St. Pauli, und dann kommt die weltberühmte Reeperbahn, die sie aber nicht als also die Haltestelle trägt nicht den Namen Reeperbahn, sondern ein anderer Name, auch nicht Davidstraße, also heute heißt die Haltestelle Davidstraße, sondern heißt Heim-Heuer-Straße. Die befindet sich ungefähr hier, trifft sich auf die Reeperbahn zusammen, und ab hier beginnt dann ein kurzes Stück die Davidstraße, ungefähr bis hier runter, und hier unten befindet sich dann die Bernhard-Noch-Straße ungefähr. Ja, dann haben wir noch ein kurzes Stück, um Richtung Altona zu kommen. Die fuhr dann hier über diese Straße hier ungefähr, Richtung Altona, Schumacherstraße, hier befindet sich die Schumacherstraße ungefähr. Kommt dann hier auch eine Haltestelle rein. Heute ist das hier eine Fußgängerzone, also keine Möglichkeit mehr, mit dem Auto durchzufahren oder sowas in der Richtung. Dann kommt die Tedestraße, die sich hier ungefähr befindet. Und dann als letztes die K.Ständerstraße oder irgendwie sowas in der Richtung. Also die müsste sich irgendwo hier so befinden. Wenn ich mich jetzt nicht hier total verplappert oder verschätzt habe, sowas in der Richtung. Machen wir die hier hin, und so haben wir dann jetzt auch den Abschnitt zwischen Rödingsmarkt und Altona fertig, und dann ist jetzt noch der letzte Abschnitt Richtung Hochrad. Die nächste Haltestelle nach Altona befindet sich hier in diesem kleinen Platz. Hier befindet sich die nächste Haltestelle, und dann folgt sie immer weiter hier diesen kleinen Straßenverlauf immer weiter bis hier zum Gymnasium Hochrad.
So, dann kommt hier ungefähr die nächste Haltestelle rein. Ja, und dann als nächstes einmal die Endhaltestelle. Die platzieren wir hier, genauer gesagt am Gymnasium. Und dann hatte sie hier auch wieder eine Wendeschleife, um eben wieder gesagt gehen, zurückfahren zu können. Dann gab es hier ungefähr die nächste Haltestelle, irgendwo also in der Nähe der Schule Klein-Flottbecker Weg, sowas in der Richtung. Da hatte sie die nächste Haltestelle. Platzieren wir sie hier hin. Schön an der Ecke. Und dann haben wir noch insgesamt, Moment, 6 Haltestellen, die wir jetzt hier noch rein platzieren müssen. Dann machen wir hier die nächste. Bleiben es nur noch 5. Hier kommt dann noch eine Haltestelle rein. An der Stelle fand sich übrigens auch eine Wendeschleife. Aber wieso, erzähle ich euch später. Dann kommt die Gehringstraße oder Gehrigstraße, geschrieben G-R-I-G. Also so hieß sie auf jeden Fall, also hieß eine der weiteren Haltestellen an der Strecke. So, 3 haben wir, glaube ich, jetzt. Ne, 4 haben wir schon, da brauchen wir jetzt noch insgesamt 2. Platzieren wir hier oben noch eine rein, so dass das auch noch schön aussieht. Und die nächste platzieren wir dann einfach hier zwischen. So, dann müssen wir erstmal das dann wieder alles miteinander verbinden. Am interessantesten wird es natürlich hier oben in Altona sein. Aber beginnen wir erstmal wieder oben in Ulsdorf. Genauer gesagt am Haupteingang vom Ulsdorfer Friedhof. Ziehen hoch bis zur ehemaligen Haltestelle Betriebshof Ulsdorf. Aber die Wendeschleife bauen wir später mit ein, damit wir auch natürlich noch die Weiche mit reinkriegen, um die Straßenbahn wieder in die andere Richtung fahren lassen zu können. So, damit ist das dann hier Stück fertig. Und dann müssen wir nur noch uns in die andere Richtung vorarbeiten. Es gab insgesamt 3 große Straßenbahnbetriebe vor dem Kriege. Also insgesamt 3 Stück. Einmal die SEG. Vorher auch noch SEGH genannt, voll ausgesprochen, Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft Hamburg, also später nur noch SEGH, SEG, Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft. Dann gab es die Hamburg-Altonaer Zentralbahn, auch Chinesenbahn genannt. Der Grund daher hing an den Dächern zusammen, also an den Dächern von den Straßenbahnfahrzeugen zusammen. Weil diese Fahrzeuge hatten solche Pagoden in der Dachkonstruktur mit drin. Und dann gab es noch die Blankeneser Altonaer Straßenbahn. Die verkehrte allerdings nur, wie schon der Name sagte, zwischen Altona, also Blankenese und Altona, und auch noch ein kleines Stück weiter rein nach Hamburg. So, genauso auch wie die Altonaer Zentralbahn, die auch nach Blankenese fuhr. Weil als damals später auch noch die Hochbahn gebaut wurde, die damalige Ringlinie, die heutige U3, verkehrten die Verkehrsbetriebe, also es, die Verkehrsbetriebe konkurrierten sich damals schon. Also es gab teilweise Linien, die zum Beispiel doppelt betrieben wurden. Das Streckenstück, das ich jetzt hier zum Beispiel jetzt nachbaue, zwischen Ulsdorf und Barmbek zum Beispiel jetzt, ist jetzt ein ganz gutes Beispiel dafür. Also die damalige Straßenbahnunternehmen, die eben diese Linie gebaut hatte,
fuhr damals fast genau die gleichen Straßen an wie die S-Bahn. Und deswegen gab es damals in Hamburg kein wirklich so einheitliches Nahverkehrssystem. Erst als die Hochbahn mehrere Straßenbahnbetriebe aufkaufte, darunter auch die drei besagten Straßenbahnbetriebe, die ich vorhin genannt hatte, und löste dieses Problem langsam ein bisschen mehr oder weniger auf, damit es nicht mehr zu diesen Doppelnutzungen oder diesem Doppelverkehr sozusagen kam. Jetzt sind wir schon mal im Barmbek angekommen. Hier in Tiefstack, so heißt hier, oder nee, der Kreisel eigentlich nicht, sondern an dem Kreisel, oder besser gesagt im Barmbek gibt es auch noch ein Museum. Das Museum heißt für Museum für Arbeit. Und dort werden eben, kann man sich alles Mögliche an technischen Gerätschaften angucken, die man damals eben im 19. Jahrhundert verwendet hatte, oder auch um andere Bauwerke zu errichten, zum Beispiel die vierte Elbtunnelröhre vom neuen Elbtunnel, also da, wo die A7 durchgeht, kann man zum Beispiel das Schneidewerk sich angucken. Das Schneidewerk trägt übrigens den Spitznamen Trude, voll ausgesprochen tief unter der Elbe, so heißt das, bedeutet der Kürzel. Das ist das, was ich so ein bisschen an Barmbek erzählen kann, also was mir da so ein bisschen an Besonderes, also besonders gefällt, oder was eben erwähnenswert ist, besser gesagt. Und zwischen der Hamburger Straße und Mundsburg befindet sich Hamburgs längstes Einkaufszentrum, das wirklich, also das Center hat den Namen Hamburger Meile. Und ist auch wirklich eine komplette Meile lang. Also nach was für eine Meile kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt englische Meilen sind, also englische, amerikanische Meile, oder ob das eine deutsche Meile ist, weil was nur noch wenige heute wissen, es gab auch mal eine deutsche Meile und die war ungefähr so 5 Kilometer lang, war eine deutsche alte Landmeile. So, dann sind wir jetzt auch gleich am Hauptbahnhof angekommen. Immer schön weiter hier runter. Auf diesem Streckenverlauf, also größtenteils von der Linie 18, um genau zu sein, verkehrt übrigens heute auch die Metrobuslinie 6, die allerdings auch nicht mehr lange existieren wird, bis zu dem Zeitpunkt, bis die U-Bahn-Linie 5 in Betrieb geht, weil auf diesem Streckenstück der damaligen Linie 18, der heutigen Metrobuslinie 6, soll nämlich die neue U-Bahn-Linie U5 verkehren. Und bevor man sich dann für den Bau einer neuen U-Bahn-Linie eben entschieden hatte, hatte man auch eben Pläne gehabt. Das war ungefähr 2008. Von dort, also so alt sind ungefähr die Pläne schon. Hatte man auch noch eine Idee gehabt, in Hamburg auch wieder eine Straßenbahn wieder einzuführen. Aber diese Pläne wurden dann wieder aufgegeben, als der damalige Bürgermeister, unser heutiger Bundeskanzler, Helmut Schmidt, Olaf Scholz, genau, so hieß der. Der hatte nämlich dafür gesorgt, dass das Thema vom Tisch kam, weil man konnte sich anfangs nicht so wirklich darauf einigen, wie die Streckenführung sein sollte, wo sie genau fahren sollte. Und es gab auch Für- und Gegenstimmen in der Bevölkerung. Und der hatte dann dafür gesorgt, dass das Thema dann eben wieder begraben wird. Gut, dann jetzt wieder hier zurück Richtung Rödingsmarkt, um die Strecke weiterführen zu können. So, hier einmal über einen dieser vielen Kanäle, die es in Hamburg gibt, einmal rüberbauen.
also auch ein Teil der Altstadt von Hamburg, von dem nicht mehr sehr viel erhalten ist. Also an der Stelle befinden wir uns jetzt sozusagen in der ehemaligen Altstadt, von dem ungefähr nur noch ein kleines Stück zu sehen ist. Weil wie gesagt, Hamburg wollte in den 50er Jahren natürlich eine neuere Stadt und auch eine neue Infrastruktur und alles Mögliche haben. Und da wurden eben auch, wie auch in anderen Großstädten, aber besonders gerade in Hamburg, relativ viele Altbauten eben mit abgerissen, um eben diese alte hierarchische Struktur eben loszuwerden und auch diese ganzen Kriegshinterlassenschaften, also die vom Dritten Reich übrig geblieben sind, wollte man eben auf schnellstmögliche Weise loswerden, oder auch aus der Kaiserzeit oder eben einfach das, was eben alles an das alte Hamburg oder ans alte, irgendwie was alles altmodisch war, eben verdeckte oder beseitigte, mehr oder weniger. Und zwar das letzte Stück, wo es noch ungefähr noch ein bisschen Altstadt gibt, das ist ungefähr hier an der Stelle. Hier gibt es noch relativ viele Altbauten aus der ehemaligen, damaligen Hansestadt Hamburg. Jetzt sind wir unten in St. Pauli angekommen, sozusagen am anderen Ende vom Heiligen Geistfeld, wo ja regelmäßig immer der Hamburger Dom stattfindet. Damit jetzt Leute zum Beispiel aus Köln verstehen, warum der Hamburger Dom sozusagen ein Volksfest ist und keine Kirche oder sowas. Also vor dem Zweiten Weltkrieg gab es dort auch so ein Dom oder sowas, also auch so eine ähnliche Kirche, also um sich das genauer ein bisschen vorstellen zu können, so ähnlich wie die, wie dieses Ding da in Köln, aber nicht mit zwei Türmen, aber jedenfalls in diese gleiche Baurichtung oder sowas. Und schon lange vor dem Kriege diese Kirchengemeinde hatte finanzielle Probleme und die haben bei der Stadt Hamburg nachgefragt um finanzielle Unterstützung oder sowas, und da hat die Stadt dann beschlossen, dieses dieses Grundstück eben zu kaufen. Und hatte zwar der Gemeinde auch weiterhin den Betrieb des den kirchlichen Betriebs auch zugesagt, aber eben nach dem Kriege hat die Stadt Hamburg dann die Chance genutzt und hat die Überreste von dieser Kirche abgerissen, um dort eben eine neue riesige Fläche zu kriegen, um die dann eben anderweitig zu benutzen. Also lange Zeit, was heute zum Teilweise auch noch, also heutzutage wird das Ding auch noch teilweise als Parkplatz verwendet, und ab und ein bis zweimal, viermal im Jahr findet dann eben auch der Hamburger Dom auf dieser Fläche statt, also eine größere Veranstaltungsfläche sozusagen. So, damit sind wir dann jetzt auch hier angeschlossen. Müsste ich hier wahrscheinlich auch noch Bereiche einstellen und das Signal noch ein bisschen weiter verschieben. Und das mache ich dann jetzt gleich nochmal schnell mit. Nur gleich mache ich das noch ein bisschen mit, Chef. So. So sieht das ein bisschen feiner aus. Und dann platzieren wir die Signale hier und das kommt. Und nochmal zwei. Das war die verkehrte Richtung. Einmal das. Und den dahin. So. Dann müssen hier auch nochmal gleich zwei Signale rein. Da tue ich jetzt auch nochmal schnell mit reinpacken. So. Ja. Und noch die Richtungszeile. Dann geht es jetzt von hier aus weiter Richtung Hochrad. Den genauen Streckenverlauf, also oder besser gesagt, um die Haltestellen miteinander zu verbinden. Hier muss wieder eine scharfe Kurve sein.
von der St. Peters. Und dann jetzt nur noch hoch bis zum Hochrad durcharbeiten. Nochmal ein Wort zu der Blankeneser Altonaer Straßenbahn. Die hat den Betrieb auch schon relativ früh eigentlich wieder eingestellt. Also eigentlich schon vor dem, vor der Übernahme der Hamburger Hochbahn eigentlich haben sie den Betrieb schon relativ früh wieder eingestellt. Oder besser gesagt, kurz vor der Übernahme wurde, oder kurz nach der Übernahme wurde der Betrieb eigentlich, wie gesagt, eingestellt. Aus dem Grund, weil eben irgendwann natürlich die damals dampfbetriebene Vorortsbahn zwischen Blankenese und Altona natürlich in Betrieb ging. Und daher standen sie so ein bisschen im Kampf, also so ein bisschen Konkurrenzkampf, und konnten dann irgendwann einfach nicht mehr mithalten. Und so wurde dann der Betrieb kurz nach der Übernahme eben eingestellt. Betrieben wurde die Blankeneser Altonaer Vorortsbahn, wie sie damals hieß, oder heutzutage auch noch heißt, aber heute ist der Name mehr oder weniger größtenteils untergegangen. War eine Kieler Altonaer irgendwie sowas, also relativ, mir relativ sehr unbekannter Name, betrieb die Strecke, die dann irgendwann später, so Anfang des 19. Jahrhunderts, also so 1920 oder glaube ich muss das so gewesen sein, oder vielleicht sogar ungefähr 1920 muss es ungefähr gewesen sein, wurde dann die Strecke auf Elektrobetrieb umgestellt. Allerdings nicht anfangs mit Stromschiene, so mit einer seitlichen Stromschiene, sondern mit Oberleitung. Doch dieser Oberleitungsbetrieb wurde nach dem Kriege zwar noch fortgeführt, aber nicht mehr weiter ausgebaut. Und dann, also das, man hatte schon in den 30er Jahren geplant, das System umzustellen, aber wollte es nicht machen, aus Kostengründen, weil das der einmal der Stadt Hamburg zu teuer geworden wäre und auch einmal der damalige Betreiber. Die damalige Hamburger S-Bahn, heute gehörig natürlich zur Deutschen Bundes Deutschen Bahn, als angehörig, dafür gehört natürlich zur Deutschen Bahn, ja. Haben sie dann nur auf einen auf so einer kleinen Versuchsstrecke wurde ab 1939 ein Probebetrieb aufgenommen mit ungefähr baugleichen Fahrzeugen wie damals bei der Berliner S-Bahn. So, jetzt sind wir bei den Depots angekommen. Wie gesagt, hier Messkamp ist bekanntlich ein Straßenbahndepot. Nach der Straßenbahn Busdepot, heute als Wohnungsgelände oder als geplantes Wohnungsgelände, also wurde das Betriebshof natürlich abgerissen, die Betriebszahlen, und dann werden dort jetzt Wohnungen entstehen. Dann gab es auch hier durch die Weidestraße, die ging ungefähr, glaube ich nicht mehr, durch die Weidestraße, also ist mir zwar noch nicht bekannt, da muss ich noch ein paar weitere genauere Recherchen noch durchführen, aber ich könnte es mir zwar vorstellen, dass durch die Weidestraße, also an dieser Straße befindet sich dieses Depot, an dem wir jetzt hier gerade rumwerkeln, aber ob dadurch jetzt, also durch die komplette Weidestraße eine Straßenbahn fuhr, kann ich nicht so wirklich sagen. Das ist dann fertig und noch einmal Abzweig Richtung Barmbek. Ob ich jetzt die Wendeschleife auch noch mit einbaue, kann ich jetzt so noch nicht sagen. So. Aber die Richtungspfeile können wir ja schon mal reinplatzieren mit Signalen und den Blockabschnitt, also damit das Signal weiß, wo es ungefähr enden soll. Und dann nur noch die restlichen Signale platzieren. Einmal hier, da und da. Und dann noch einmal das Straßenbahndepot oben am Ohlsdorfer Betriebshof.
erstmal hier noch die Wendeschleife. Ausbauen. Ja, also eine Wendeschleife gab es hier eigentlich nicht, sondern die Fahrzeuge mussten hier durch so eine Art Wendedreieck oder weniger, oder besser gesagt, fahren, um die Richtung sozusagen wechseln zu können. Von diesen Wendedreiecke oder wie man die Dinger auch nennt, gab es in Hamburg noch einige mehr, die wir aber, also die ich in späteren Folgen dann zeigen werde. Richtungspfeile, hier kommen Richtungspfeile rein, da auch noch eine. Und hier. Und hier oben natürlich dann einmal die Signale. So, damit haben wir jetzt eigentlich den Streckenverlauf der Linie 6 auch fertig. Und müssen das dann jetzt nur noch einmal alles bauen. Und dann geben wir erstmal die Namen der Haltestellen einmal ein. Muss ich noch mal kurz mein schlaues Archivchen raussuchen und dann geht das jetzt los, die Haltestellennamen einzutippen. So, dann geht's hier los. Betrieb, nicht nett, sondern B. Betriebshof Ohlsdorf. Dann kommt hier einmal Museum weg, aber das große F kommt wieder da und Ohlsdorf kommt auch weg. Und dann Komma Haupteingang. Als nächstes kommt dann Feuerbergstraße. Feuerbergstraße. Jupp. Und Moment. Ich glaube, ich habe da schon wieder einen Fehler mit eingebaut. Dann kommt hier KH hin. Leerzeichen. Ja, die Straße habe ich vergessen. Eine Haltestelle habe ich mal wieder übersehen in der Planung. Ich glaube schon heute die zweite vielleicht. Und zwar kommt hier noch die Haltestelle Rambergstraße rein. Hier nochmal kaufen und dann fügen wir jetzt hier den Namen mit ein. Rambergstraße. So, die haben wir dann jetzt und die. Dann kommt einmal Alte Wöhr. Alte Wöhr. Dann einmal Hermann-Kaufstraße. Relativ langer Name. Hermann Doppel R. Schrägstrich Kaufmannstraße. Wieder Tippfehler. So. Straße. Dann einmal Hellbruckstraße. Hellbruckstraße. Und dann einmal Barmbek. Dann einmal
den Heide. Oder nee, halt, warte. Nee. Da habe ich was übersehen. Da habe ich mich aus Versehen an die an die U-Bahn gerichtet. Das war ein Fehler. Da kommt alter Teichweg rein. Und dann kommt den Heide. Den Heide. Dann Hamburger Straße. Oder Hamburg, also heute heißt die Haltestelle gerade von der U-Bahn Hamburger Straße. Damals Heidmannstraße. Heidmannstraße. Dann kommt einmal Mundsburg. Mundsburg. Dann Mundsburgbrücke. Zusammengeschrieben. Dann kommt einmal Graumannsweg. Weg. Dann einmal nochmal die Lohmühlenstraße. Lohmühlenstraße. Und dann einmal Kirchenallee / Hauptbahnhof. / Hauptbahnhof. Und dann einmal nach Rödingsmarkt kommt dann die Haltestelle Großbahn / Michaeliskirche. Großmannstraße mit Doppel-S geschrieben. Oder nee, einfach gleich Michaeliskirche. Michaeliskirche. Dann einmal St. Pauli. St. Pauli. Dann einmal die Heimheuerstraße / Heuer / Straße. Wie die Straße genau heißt, müsste ich dann in einer späteren Folge machen. K. Stahlknechtstraße. Tedestraße. Straße. Und dann vor Altona noch einmal. Schuhmacherstraße. Und nach Ottensen geht es dann nochmal die letzten Haltestellen Richtung Hochrad. Bei der Reitbahn. Die Reitbahn ist eine von insgesamt drei in Hamburg sich befindlichen Pferderennbahnen. Von denen allerdings heute nur noch eine in Betrieb ist, und zwar ist das die in Horn, und zwar bei der Horner Rennbahn. Also das ist die einzige Pferderennbahnanlage, die heute noch in Hamburg noch in Betrieb ist. Trabrennbahn und bei der Rennbahn, die sind beide nicht mehr in Betrieb oder haben sozusagen den Betrieb, besser gesagt, eingestellt. Dann kommt einmal Hohenzollernring. Hohenzollernring. Dann als nächstes die Gierigstraße.
Straße. Gierigstraße, Ernst-August-Straße. Straße. Noch die Großschreibung mit reinpacken. Also die Buchstaben, die groß geschrieben werden müssen. Dann kommt einmal Empendorf, Empendorfstraße, danach die Reventolfstraße oder Tolwostraße, irgendwie sowas in der Richtung. Keine Ahnung, wie die Straßen da richtig ausgesprochen, weil aus der ungefähr aus der Ecke komme ich nicht. Denn da sind ja eher mehr diese komischen reichen nutzlosen Leute da, die im Grunde eigentlich nicht wirklich was tun. Okay, warte, das war die Straße, habe ich ja schon. Reven. Reven Tollstraße. Also irgendwie so in der Richtung wird die da geschrieben. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Und dann kommt einmal hier einmal die Parkstraße rein. Oder nee, warte. Parkstraße, dann kommt hier Schule weg, bleibt nur kleiner Schlottweg drin, Schlottweg, dicker Weg, und dann hier nur noch Hochrad. Damit haben wir dann die Namen jetzt eigentlich auch durch. Müssen wir jetzt nur noch den Linien, also die Linien noch hinzufügen. 6 und nochmal die 6. Da habe ich den Preis schon mal eingegeben, 2,50. Und beginnen tun wir dann wieder oben in Ulsdorf und verkehren dann immer weiter Richtung Hochbad bzw. Blankenese. Dieser Bahnweg sind wir auch schon hinweg. Oh, schon eine schöne Kilometerzahl, also vielleicht eine alte Streckenkilometer. Noch ein Fehler mit eingebaut. Also man kann zwar schon sehen, wenn ich jetzt gleich noch mal einmal wieder rausgehe, kann man schon sehen, dass das Netz immer dichter wird. Aber es gibt dann ja natürlich noch ein paar Ecken, die da noch fehlen. Das ist ja klar, wird noch ein bisschen dauern. Aber bevor wir überhaupt den Sprung dann auf die andere Elbseite machen, da wird es noch ein bisschen dauern. Also Richtung Wilhelmsburg und Harburg, wo eher die Leute wohnen, die wesentlich nützlicher sind als die Leute, wo wir jetzt die Strecke Richtung Ottensen und Blankenese und hier, wo eben diese ganzen sozusagen nutzlosen Leute sozusagen leben. Also nutzlos vielleicht nicht in dem Sinne, aber wesentlich fauler als die Leute, die wirklich jeden Tag hart für ihr Geld arbeiten müssen. Die nicht hier die Mittel zur Verfügung haben, um irgendwelchen nutzlosen Kram zu kaufen, zum Beispiel jetzt irgendwelche nutzlose Sportwagen oder sowas in der Richtung. Aber da ist ja jeder Geschmack unterschiedlich. So, dann haben wir das Stück auch gleich einmal durch.
dürfte, was ist eigentlich wahrscheinlich eine der längeren Strecken, die es damals bei der Hamburger Straßenbahn gab. Aber die längsten sind dann die, die eben, wie gesagt, auf die andere Elbseite rübergegangen sind. Damit sind wir, haben wir jetzt alle Haltestellen durch. Es sind fast 80 Haltestellen mit einer Gesamtstreckenlänge von fast 40 Kilometer. So, hier haben wir zwei Wagen. Hier haben wir auch noch mal zwei, sind vier. Also können wir insgesamt hier, also pro Umlauf wieder fünf Wagen einsetzen. Einen Wagen habe ich noch übrig. Das ist ja der, den ich in der letzten Folge einmal wieder rausgeschmissen hatte, weil wir dann zu weit weg von dem 6-Minuten-Takt waren ungefähr. Also deswegen ist erstmal nochmal vier Wagen erstmal kaufen. Oder vier Züge besser gesagt. Was machen wir da für eine Startphase? Eigentlich ein bisschen an die 1 anpassen. Und dann fährt die 1 nochmal von Altona auch wieder so alle 2 Minuten. Da kommen später noch wesentlich weitere Linien hinzu, also da müssen wir den Takt schon bis, also wann die eben losfahren kann, ein bisschen weiter reduzieren. Hier kommen ja auch noch 2 Linien hinzu, aber ich glaube von den anderen fährt keine über Altona. Gut, dann können wir das so machen. Moment, ich muss noch mal einmal kurz die 5 überprüfen. Die 5. Ja, dann können wir das so machen, dass die Linie 6 5 Minuten später startet. Von 1 Uhr oder 3:05 Uhr. Dass da so in dem Takt werde die dann, also dass die dann ungefähr alle so 5 Minuten nach oder 5 Minuten nach und halb Stunden ungefähr dann losfahren wird. Erste Haltestelle brauchen wir, müssen wir schon ändern, und zwar, oder wie mache ich das jetzt? Brauche ich hier auch noch eine? Ach, da habe ich jetzt einen kleinen Fehler mit eingebaut. Scheiße. Machen wir hier auch noch eine Schleife mit rein. Dann eben halt nichts anderes übrig. Ich habe die Haltestelle auf den falschen Ast reingesetzt. Oder Herkunftskrieg, besser gesagt. Sieht das Ganze dann aus wie so ein bisschen wie eine kleine Rennbahn, mehr oder weniger. Lass ich ja immer so schön, immer positiv denken. So können die Wagen dann von dort aus rasen und dann haben wir keine weiteren Probleme sozusagen. Sehr schön. Ach, das bevor habe ich vergessen noch mit hinzufügen, aber ist ja nicht schlimm, kann man nicht mehr machen. So. So, und dann haben wir jetzt den ersten Zug fertig. Und der nächste startet dann eben hier unten den Heide, also statt Einsatzrichtung den Heide und Richtung Ulsdorf eben hier, wie heißt das nochmal, hier alter Teilchen. So, das hinzufügen, so sieht das schick aus. Hier auch nochmal die Zeit richtig anpassen. So, den Heide, welche Haltestelle haben wir denn da? Haltestelle 11 ist das dann. Dann hier erstmal die. Nein. Dann hier erstmal überall die 11 hinzufügen. Oder soll ich das doch lieber auf 10 Minuten. Nee, gibt es nicht. Ich bin auch überlegen, ob das möglich ist. Ja, machen wir hier auch auf 10 Minuten. Müssen wir jetzt, muss ich das dann zwar jetzt hier alles per Hand eintippen.
Aber bleibt nichts anderes übrig. Und bei der 35 kommt dann eben 40, kommt dann die 40 rein. Und hier dann nochmal, wie eben gesagt, 40. Dann löschen wir den Wagen nochmal kurz raus, kopieren hier nochmal die neue Startphase und fügen wir das hier nochmal ein und müssen dann hier nochmal Starthaltestelle den Heide einstellen und dann nochmal den Betriebshof nochmal richtig einstellen. Den Heide, den Heide, den Heide. Nochmals den Heide und nochmal den Heide. Dann das Depot aussuchen. Methkamp, hier im Spiel eben Barmbek Süd. Fährt das Fahrzeug auch schon hin. Und in die entgegengesetzte Richtung ist das dann Alter Scheißweg. Wahrscheinlich irgendwas kurz vor der 70 sein oder sowas in der Richtung. Den Heide da, 71. So, alter Teichweg. Und hier nochmal alter Teichweg. Und das war dann eben das Fahrzeug, das weiße, der weiße Pfeil sozusagen, der eben war dann eben unser der eine Triebwagen, die eine Straßenbahn, die eben in den Heide startet, hat sich nur schon mal ins richtige Depot begeben, besser gesagt. So. Das nächste Fahrzeug startet dann auch wieder in vom Bahnhof Altona aus. Nummer 11 hatten wir da eben, das müsste ein bisschen weiter unten sein, genau auf der 30. Und dann in der entgegengesetzten Richtung startet dann das Fahrzeug dann von der Schuhmacherstraße aus. Müssten wir dann vielleicht auch ungefähr vielleicht nochmal 5 oder vielleicht so, dass hier vielleicht schätzungsweise vielleicht 12 oder 14 Fahrzeuge vielleicht fahren. Also auf der Linie. Hier noch nur noch Altona hinzufügen und dann begibt sich das, müsste sich das Fahrzeug eigentlich auch gleich auf den Weg dorthin begeben. Jupp, jetzt fährt es los. Auf den Weg nach ins Depot in Altona. Und das letzte Fahrzeug, wie ich schon eben gesagt, von der Schuhmacherstraße aus starten. Da haben wir schon 52. Schuhmacher. Nochmal Schuhmacher. Nochmal Schuhmacher. Und nochmal Schuhmacher. Mal gucken, was wir hier insgesamt. Oh, sogar etwas mehr als Fahrzeug. Oh, könnten vielleicht sogar 14 Fahrzeuge vielleicht sogar sein. Wird sich ja zeigen. Also weiter auf 5. Und dann auf die weiteren Fahrzeuge verteilen. Und die Zeit eben dementsprechend ein bisschen anpassen. Tag kopieren, auf die komplette Woche übertragen. Die zu frühen Startzeiten löschen und am Wochenende da drauf packen.
das machen wir jetzt dann so lange, bis dann jetzt eben alle Fahrzeuge sozusagen damit eben versorgt sind. Oder besser gesagt, die Strecke, so, also die Linie so lange versorgt sind, dass wir dann ungefähr bei 6 Minuten dann angekommen sind. So. Nee, 40 Minuten sind das nicht. Doch, hier ja. Ja. Fehler gemacht. Gedankenfehler. Nur wenn dann einmal überlegen, wo wir dann noch die restlichen Fahrzeuge dann vielleicht starten müssen. Also wenn wir gleich hier die ersten 10 durch haben, also noch die letzten 3 dann haben wir die ersten 10 durch, dann müssten wir wahrscheinlich irgendwie irgendwas mit 7 Minuten durch haben. Und dann mal gucken, wo ich dann die nächsten restlichen Wagen dann starten werde. Also einer ist natürlich klar, oben in Ulsdorf, das ist glasklar, aber vielleicht dann von Altona ausgehend Richtung Hochrad, damit die verwöhnten hochnäsigen Idioten hier nicht hier anfangen rumzumeckern, was sie ja sowieso bei fast jeder Sache tun, wenn irgendwas nicht passt. Aber mal sehen, wo wir dann von dort aus beginnen. So. So. Nochmal Wochenende anpassen. Runter auch und dann wieder das zu frühe Bett gehen wieder rausnehmen. Nochmal zu einem Grund, warum ich jetzt hier Tatra Straßenbahn einsetze. Hatte ich ja glaube ich auch schon einmal geschrieben gehabt. Ist einmal die Kapazitätszahl, weil die wesentlich am dichtesten an die Kapazitätszahl von den V6 und den V7 Fahrzeugen herankamen. Also wenn die als Vollzug fuhren, ein Triebwagen vom Typ V7 oder V6 konnten um die 126 Leute mitnehmen. Okay, ein Tatra-Wagen kann nur 100 mitnehmen, aber über die 26 Plätze sei jetzt mal darin hinweggestellt. Das einmal, und weil die V6 auch eine etwas ähnlichere, so spitze Front hatten. Also die liefen hinten, also vorne und am Ende des Fahrzeugs liefen sie auch so relativ spitzartig zusammen. Zwar in echt noch ein bisschen spitzer, aber die entsprachen schon auch der, also auch die Abmaße, die Größe und so ein bisschen stimmte mit den Straßenbahnwagen von den V6 und V7 eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen einigermaßen überein. 2.10 Uhr und den dann auf 4.10 Uhr. So. Und am Wochenende eine halbe Stunde später oder 30 Minuten später, besser gesagt. Dann einmal gleich mal kicken, ob das auch so passt. Ein Fahrzeug könnten wir vielleicht noch drunter bringen, aber dann vom Altona aus starten Richtung Hochrad, damit eben die, wie ich eben schon gesagt habe, die etwas fauleren Leute, die nicht hier wirklich arbeiten, sondern nur den ganzen Tag auf dem Hintern rumhocken und sowas eben und das Sagen sozusagen haben, auch die nicht hier noch anfangen rumzumeckern. Die ja nur eben Sachen benutzen, die
und sich eben nicht so als Normalverdiener eben leisten kann. So, 7 Minuten und 50 Sekunden, was haben wir jetzt? Ja, bin damit zufrieden, stellen wir da auf 6 Minuten ein, auf alle Stationen. Und damit nehmen wir dann jetzt eigentlich die 6 dann auch in Betrieb. Dann haben wir jetzt die Linie 6 dann auch mit in Betrieb genommen. Und die Linie 7 kommt dann als nächstes, wo der Streckenverlauf zum größten Teil eigentlich schon fertig ist. Aber das machen wir eben dann in der nächsten Folge. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis denn und tschüss.